Ja, Mahan war ja auch live beim Pandera Festival vor Ort und hat auch ein Wie viel ist dein Outfit wert Video mit Lelano und Trippie Boy gedreht. Und es war auch das Festival, auf dem Lelano und Trippie Boy einen Auftritt haben und auf jeden Fall gut, ja, abgeräumt haben. Die haben auf jeden Fall die Bühne gerockt und jetzt schauen wir mal das Video an. Ja, let's go. Was geht, Leute? Mein Name ist Mahan. Willkommen zu einem neuen Video, Leute. Heute bin ich auf dem Festival hier in Hamburg, das Pan Air Festival. Auf jeden Fall, Leute, ich bin hier gerade Backstage, gerade am Start. Ich check das Festival ab. Ich drehe bis zu wie viel ist dein Outfit? Ich dachte mir auf jeden Fall, ich kann hier fresh Szenen drehen. Ich bin hier mit Dennis und Juni am Start. Hey, Mahan, mach ein Foto mit uns. Also ich meine, ich bin ja nicht aus Hamburg. Ist es Pandera Festival? Ist es ein großes Festival oder eher ein kleines? Wir sehen ja später mal, wie groß das ist. Aber ja, ich weiß auf jeden Fall nicht, ob es ein großes Festival ist oder jetzt eher ein, ja, etwas kleineres. Ich will ein Foto haben. Kriegst du, Bro? Ein Foto. Alles in der Skill Army, Digga. Ja, Leute, ich werde euch auf jeden Fall noch mal ein paar Aufnahmen gleich von innen zeigen. Ich würde mal sagen, wir sehen uns gleich. So, Leute, hier gerade irgendwo im Link mit dem Bruder am Start. Ja, Hauptsache die Pfeife am Start. Das muss schon sein, das muss schon sein. Wir brauchen hier auf jeden Fall Pfeife. Pfeife ist fresh am Start. Gucci-Tasche. Also, ich hoffe, man kann mich gut hören. Das Konzert geht so in 2 Stunden los. Ich chill hier erstmal. Ich versuche ein paar Szenen zu sammeln. Und wie viel ist dein Outfit nebenbei? Vielleicht schafft das später ein Backstage. Ich glaube, wir haben auf jeden Fall einen Backstage-Pass. Der Bruder ist auf jeden Fall auch am Start. Servus, was geht? Man hört uns, glaube ich, nicht mal, ne? Doch, man hört uns. Leute, seid mal echt, das Mikro ist stabil. Das stramm, das Mikro. Das ist sehr stramm. Auf jeden Fall, Leute, heute werden so Gäste wie. Also für das. Wie soll ich sagen, die Hintergrundmusik so laut ist, also dadurch, dass es übertrieben laut dort ist, finde ich schon krass, dass man den relativ gut versteht. Aber der filmt mit seinem Handy eigentlich nur. Das finde ich schon krass. 187, Mui Phoenix und Lelano erwartet. Aber 187 haben da auch einen Auftritt gehabt, da muss ein größeres Festival gewesen sein. Ich bin gespannt, hier Panther Festival, Fitnessbühne. Stabile Musik hier auf jeden Fall am Start, Leute. Ich würde mal sagen, ich werde mich später. Bis gleich. In the building! World Party! Hamburg Open Air. Er weiß. Was geht, Digga? Einfach so spontan hier getroffen. Ja, Mann. Schön, Bruder. Was geht bei dir? Bruder weiß Bescheid, du bist wieder. Wollen wir einen Outfit-Check machen? Können wir später machen. Wie viel ist dein Auswärtteil von Air? Ist auf jeden Fall mit am Start, der Bruder. Ja, Mann. Also bis jetzt ging hier gerade noch nichts ab. Ich warte gerade auf jeden Fall, bis der erste. Mann, seine Kette ist auf jeden Fall übertrieben kurz. Sieht aus wie so ein Hundehalsband. Das hätte schon, ja, gut länger sein können. Auftritte. Das sind auf jeden Fall stabile Namen am Start. Ich freue mich auf Mui Phoenix. Ich hoffe, ich habe seinen Namen richtig ausgesprochen. Wenn nicht, Grüße gehen raus an dich, Bro. Ich feiere seine Musik. Also sind stabile Leute auf jeden Fall da gewesen. Sehr schöne Musik auf jeden Fall. Tiefgründig feiere ich auf jeden Fall. Der Bruder steht auch für gute Sachen. Finde ich auf jeden Fall sehr gut. Wir sind hier gerade Pfeife rauchen. Wir chillen auf jeden Fall noch ein bisschen. Gleich geht das Konzert los. Also das Festival. Es ist ein relativ kleines Festival, aber ich sag mal so. Ah, okay, da hat er mir auch meine Frage schon beantwortet. Relativ kleines Festival. Kann man auf jeden Fall mal abchecken. Und ja, gleich kommt noch andere. Deswegen wird bestimmt cool sein. Ich würde mal sagen, ich melde mich gleich, wenn das Festival anfängt. So, Leute, hier geht das auf jeden Fall schon dick ab. Da vorne ist Bones. Ich habe gerade eine lustige Unterhaltung mit ihm gehabt. Dazu komme ich auf jeden Fall später nochmal. Jonah! Yeah, boy! Jeff Season ist ein Standard, boy! Hast du es nicht? Dann heißt es gutes Hype, Hype, Hype! Energy! Top of Beat! Oh, wir bossen auf dem Partner! Redest du zu viel, weil wir einer von uns Partner! Ich bin mit! Also bitte mach mal! Und wir machen! Gib mir ein Nussi Null! Nussi Null! Gib mir ein Bild auf uns! Sag mal, ey, warte! Ja, das ist 10, ne?
So Leute, ich bin gerade auf der Bühne am Start. Hinter mir. Hey Leute, jetzt kommt Lano auf die Bühne. Mein Hoodie Stone Island. Trippy Boy und Lelano sind auch übertrieben stoned gewesen. Habe ich in einem anderen Video gesehen. Ich glaube, das war das Wie viel ist dein Outfit wert Video. Feier haben die zwei. Was ich mich frage, was aber Mahan auf der Bühne macht, das verstehe ich jetzt nicht so. Ja gut. Er hat ja keinen Auftritt gehabt oder so. Verstehe ich jetzt nicht. Ich mach mein Para in den Garten. Ich mach mein Para mit den Charts. Rocks verteilt, Spotify, Google Nacht. Wir sind da. Ich mach mein Para in den Garten. Ich mach mein Para mit den Charts. Rocks verteilt, Spotify, Google Nacht. Wir sind da. Ich hab den Glück. Ja, Lelano macht auf jeden Fall übertrieben stabile Musik. Kann man ihm nicht verübeln. Ich meine, die. Er hat viele Hater. Gegen seine Musik an sich kann man jetzt nicht hetzen. Das sind geile Songs, die er rausbringt. Ja, und was der früher gemacht hat, ich meine, kann man in Frage stellen, aber. So, ich bin jetzt hier im Backstage. Ich habe mir auf jeden Fall die Auftritte gegeben. Richtig stabile Auftritte. Ich war live auf der Stage bei Lelano dabei. War auf jeden Fall geil, Leute. Moe Phoenix auch richtig geiler Rapper. Ich habe auch ein Video mit ihm gedreht. Leute, checkt das ab. Das kommt demnächst online, Leute. Seid einfach gespannt. Geile Videos kommen auf euch zu. Und jetzt schön wie hier ein bisschen hinter mir. Mal gucken, ob jemand ihn erkennt. So, Leute. Abendessen. Mit den ganzen Jungs hier am Start. Ich bin der Mutter. Ah, hallo. Hi, na? Mit den Jungs hier auf jeden Fall am Start, Leute. War ein erfolgreicher Tag. Nochmal mein Adler, ne? Komm, mit Kamera auf, Leute, zeigt die Essen. Am Sing. Model auf. Ich weiß nicht, kommt jetzt noch was oder filmen die sich nur beim Döner essen? Zähligen Körben, die ich heute kassiert habe, gönne ich mir jetzt erstmal was zu essen. Ihr wisst Bescheid, Leute. Ich melde mich auf jeden Fall, wenn ich zu Hause bin und dann mache ich eine kleine Zusammenfassung, wie der Tag für mich war. Bis gleich. Ah, what a boy! Leute, ich bin zu Hause angekommen. Leute. Ich bin ehrlich gesagt schon länger zu Hause angekommen. Also, ich habe eine Nacht sogar ehrlich gesagt noch drüber geschlafen. Leute, der Tag gestern war einfach richtig cool. Das hat einfach mega Spaß gemacht, mir die Musik extra anzuschauen. Ich sag euch mal so, Leute, da waren auf jeden Fall richtig witzige Gespräche am Start. Wie zum Beispiel mein Gespräch mit Bones, Digga. Ey, Leute, das war so witzig. Und irgendwie auch cringy, aber egal. Ich erzähl euch das mal einmal. Bones war ganze Zeit im Backstage. Er lief da irgendwie rum, ganze Zeit. Und irgendwann dachte ich mir, ey, ich frag ihn, ob er Bock hat und wie viel ist sein Aufwand mitzumachen, aber ich habe es speziell gefragt. Ich habe es auf meine Art, so wie ich denken würde, dass ein Rapper wie er irgendwie mitmachen würde. Ich habe ihn so gefragt: Ey Bones, was geht ab? Bro, ich habe mal eine Frage an dich. Und er sagt: Erzähl. Und dann
Instagram-Stimme. Erzähl. Erzähl. Ja, da habe ich ihm das erklärt. Ich habe mir noch gleichzeitig erklärt, ey, ich habe es auch schon mit UFO361 gedreht und mit Samra, damit er nicht denkt, ey, ich ist irgendwie so ein YouTube-Lutscher oder sowas. Damit er irgendwie schon ein bisschen Bescheid weiß, ey, ich habe auch schon mit Leuten gedreht, mit denen er eventuell gut ist. Und ich habe ihm das zumindest eine Minute lang erklärt. Und dann habe ich ihn so am Ende gefragt, ey, Bro, hast du eventuell Bock mitzumachen? Und er so, oh, auf gar keinen Fall. Killer. Ich höre geil. Killer Antwort. Ach, ne? Und dann haben wir ehrlich gesagt noch ein bisschen geredet. Und er hat mit mir eiskalt hinter der Kamera in wie viel ist sein Außenwert gedreht. Also wo ich nicht aufgenommen habe. Also sozusagen hat er mir erklärt, was seine Klamotten kosten. Und hat mir ehrlich gesagt noch richtig seinen Ring und so gezeigt, seine Uhr. Er schreit einfach in irgendeiner Menge da, Galo, zeig mal die Uhr. Auf einmal kommt so eine Ice-Out-Uhr zum Vorschein. War auf jeden Fall richtig witzig. Und am Ende, weil ich dachte, ey, irgendwie hat er Bock, weil er zeigt mir nicht einfach so seine Klamotten so Mist. Wir haben detailliert wirklich über seine ganzen Klamotten geredet. Ich weiß jetzt, was für Steine auf seinen Ringen drauf sind, was für ein Gold das ist, wie viel das wiegt und, Leute. Also ist auf jeden Fall richtig witzig. Am Ende habe ich ihn dann nochmal gefragt, ey Bruder, hättest du eigentlich jetzt Lust mitzumachen oder nicht? Und dann kam wieder dieses, auf gar keinen Fall. Und dann, Leute, haben wir uns verabschiedet, er ist dann weitergegangen. Auf jeden Fall richtig witzig, Leute. Ich feiere diese Geschichte richtig. Die hört sich eventuell nicht so spektakulär an, wie ich es gerade erzähle, aber es war unglaublich. Nicht spektakulär, aber schon echt witzig. Naja. Witzig, Leute. Leute, wartet aber nochmal, bevor ihr jetzt abschaltet. Ich habe jetzt noch ein Paket bekommen, ich zeige euch das mal jetzt live. Leute, ich habe ein Paket bekommen und zwar von der WWE, Leute. Wer weiß, ich bin ja schon etwas länger mit denen in Kontakt und hier mit so einer schönen Karte, korrekt auf jeden Fall. Ja, WWE waren geile Zeiten früher, aber WWE ist tot. Da geht doch nichts mehr. Wir haben hier ein SummerSlam-T-Shirt. Das ist so ein Promo-T-Shirt für eine Veranstaltung in Toronto. Ihr wisst Bescheid, aus der Stadt kommt Drake. Richtig geile Sachen, also ich feiere. Ja, also ich denke, das war's auch mit dem Video. Ich denke, da kommt nichts mehr. Jetzt speziell zum Pandair-Festival. An sich, also ich habe gesehen, ist ein echt kleines Festival gewesen, aber waren stabile Leute am Start. Feiere ich auf jeden Fall. Und ja, Lilanos Musik feiere ich. Und da kann man nichts anderes dazu sagen.